Banden, die sich darauf spezialisiert haben, Geldautomaten in die Luft zu sprengen, gibt es in den Niederlanden schon seit langem. Guter Stopp, Flussstrom, A27. Aber vor einigen Jahren tauchte ein neues Phänomen auf. Die Audi-Bande. Kriminelle fahren mit schnellen Autos nach Deutschland, sprengen einen Geldautomaten und fahren mit hoher Geschwindigkeit zurück in die Niederlande. Die Geschwindigkeit, die auf der Autobahn sogar bis zu 300 Stundenkilometer erreichen kann, endet oftmals in tödlichen Verfolgungsjagden und Zusammenstößen. Diese gefürchtete Audi-Bande hat seit 2015 mehrere hundert Sprengstoffüberfälle verübt. In Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland an der Grenze zu den Niederlanden, gab es im ersten Halbjahr 2022 zweimal mehr Explosionen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bei über 105 Überfällen allein in der ersten Jahreshälfte ist es kein Wunder, dass der Wert der Beute dieser Banden in die Millionen geht. Diese jungen Räuber wurden von den Medien als die Audi-Bande bezeichnet, weil die Autos dieser Marke am häufigsten benutzt wurden. Es handelt sich um eine Gruppe von 200 bis 500 Personen, allesamt Niederländer, hauptsächlich aus Utrecht und Amsterdam, mit häufigen marokkanischen Wurzeln. Aber wie kommt es, dass der Trend dieser Angriffe in Deutschland anhält, während er in den Niederlanden mit nur 20 Angriffen im Jahr 2021 stark rückläufig ist? Ja, in 2012 dreigde dat zo uit de hand te lopen dat er werd ingegrepen. Een landelijk team van de politie ging deze ram- en plofkraken grootschalig bestrijden. En nu de cijfers over 2013 net bekend zijn, blijkt hoe succesvol. In der Tat haben die niederländischen und belgischen Banken seit 2013 erhebliche Anstrengungen unternommen, um diese Kriminalität einzudämmen. Laut dem niederländischen Bankenverband NVB haben sich die geringe Wahrscheinlichkeit eines Beutezugs und die hohe Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ausgezahlt. Abgesehen von einem geschichtsträchtigen Vorfall, der sich 2015 ereignete, schien sich die Situation zu beruhigen. In der Tat kam es an einem Geldautomaten in einer ING-Bankfiliale in Breda zu einer heftigen Explosion. Nach einer Totenstille fährt der Audi mit drei jungen Männern an Bord mit hoher Geschwindigkeit davon, in Richtung Belgien. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd, bei der die Gangster mit Kalaschnikows auf die Polizei schießen. Schließlich endet die Aktion, nachdem die belgische Polizei Spike-Streifen auf der Autobahn angebracht hat. Das Trio wird zu einer sehr langen Haftstrafe verurteilt werden. Gerade in diesem Jahr 2015 hat sich das Problem über die Grenze hinaus verlagert. Der Grenzstaat Deutschland ist nach wie vor am stärksten betroffen. Und schon damals waren die Sprengstoffüberfälle in Deutschland meist das Werk von niederländischen Kriminellen der Audi-Bande. Der Polizeichef eines Grenzstaates hatte sogar das Verhalten der Verdächtigen beschrieben. Sie sind schnell und rücksichtslos auf der Flucht. Wir können auch nicht im Voraus sagen, wo und wann sie zuschlagen werden. Doch nicht immer läuft es für die Bande wie geplant. So wie bei einem Team der Audi-Gang Anfang 2016. Die drei Jugendlichen aus Utrecht waren nämlich auf dem Rückweg von einem Überfall auf einen Telefonladen in Uerdingen. Aber die Sache ging schief, als das Auto mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abkam. Zwei von ihnen starben auf der Stelle. Der dritte, Yassin C., überlebte, ist aber querschnittsgelähmt. Einen Monat später, im März, entkam ein weiteres Trio mit seinem Audi RS4 nach einem erfolgreichen Sprengstoffanschlag in der Sparkasse in Meppen, Deutschland. Die drei verloren die Kontrolle über das Auto, stießen mit einem entgegenkommenden LKW zusammen und prallten anschließend gegen einen Baum. Sadik C. aus Yassins Familie starb auf der Stelle. Kevin H. überlebte und das Auto musste aufgesägt werden, um ihn herauszuholen. Das letzte Mitglied, Anwar T., versuchte zu Fuß zu fliehen und nahm dann ein Taxi zu einem nahegelegenen Hotel. Der blutüberströmte Anwar wurde schließlich verhaftet, nachdem der Taxifahrer der Polizei einen Tipp gegeben hatte. Diese Unfälle lieferten also eine Menge Informationen über die Arbeitsweise der Bande. Wir haben die Namen der Täter, DNA-Material, das wir mit Spuren aus früheren Ermittlungen vergleichen können,
und ein Auto, das uns weiterhelfen kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich nicht um eine strukturierte kriminelle Organisation handelt, sondern um Banditen, die in verschiedenen Zusammensetzungen und ohne Absprache arbeiten. Jeder Überfall wird von 3 oder 4 Personen organisiert, von denen jeder sein eigenes Spezialgebiet hat. Einer von ihnen kümmert sich zum Beispiel nur um die Audi-Diebstähle vor den Überfällen. Kevin H. zum Beispiel war ein bekannter und berühmter Autodieb in seiner Stadt. Noch wichtiger ist jedoch, dass ihr klassischer Modus operandi überall gleich zu sein scheint. Zunächst versiegeln sie die Risse im Geldautomaten. Dann injizieren sie über einen Schlauch ein Gasgemisch durch einen offen gelassenen Teil des Risses oder ein Loch im Automaten. Anschließend zünden sie das Gas mit Hilfe eines Zündsystems aus der Ferne. Durch die Explosion wird der Tresor auf die Rückseite des Automaten geschoben, sodass die Kassetten mit dem Bargeld entnommen werden können. Manchmal tun sie dasselbe allerdings durch direktes Anheben des Bedienfelds der Maschine. Doch zurück zum tödlichen Unfall von 2016. Es scheint, dass Anouar T. tatsächlich Anouar Tadji ist, der Neffe des Drogenpaten Ridwan Tadji, und Anouar war bereits mehrere Jahre im Gefängnis. Er war ein ehemaliger Kickboxer aus Utrecht, der verdächtigt wurde, mit der Mokro-Mafia in Verbindung zu stehen. In der Tat wurde in der kriminellen Welt eine Zeit lang angenommen, dass Ridwan seit der Explosion in Deutschland nichts mehr mit Anouar zu tun haben wollte. Doch seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis wäre er in den Augen des Drogenbarons wieder nützlich gewesen. Anouar befand sich nämlich wegen seiner Schlüsselrolle bei der Ermordung von Dirk Wirsum im September 2019 in Untersuchungshaft. Er wurde dann verdächtigt, der Kopf eines Netzwerks in Utrecht zu sein, das an der Logistik der gestohlenen Autos beteiligt war. Die Autos wurden in einem Lagerhaus gelagert und dann mit neuen Nummernschildern an einsatzbereite Auftragskiller verkauft. Im Fall des Anwalts soll das Team von Anouar den Mördern Autos zur Verfügung gestellt haben, unter anderem für erste Beobachtungen der Zielperson. Mehrere Indizien wiesen auf die führende Rolle von Anouar bei dem Mord in Wirsum hin. Die von den beiden Auftragskillern benutzten Autos dienten der Aufklärung zur Vorbereitung des Mordes und befanden sich in einem Hangar in Utrecht, dessen Mietvertrag unter falschem Namen bei Anouar gefunden wurde. Er war auch auf den Bildern der Überwachungskameras der Lagerhalle zu sehen, ganz zu schweigen von den Fotos der Fahrzeuge, die auf seinem Telefon gefunden wurden. Die Verteidigung von Anouar vertrat jedoch eine ganz andere Version. Die Tatsache, dass unser Mandant ein Mitglied der Audi-Bande gewesen wäre, die gestohlene Autos unter anderem für die Explosionen besorgt hat, bedeutet nicht, dass er Autos für den Mord an Dirk Wirsum zur Verfügung gestellt hätte. Einem nach der Ermordung des Anwalts aufgezeichneten Abhörprotokolls zufolge wollte Anouar eine Zeit lang ins Ausland gehen. Wenn Sie wirklich in den Wirsum-Mord verwickelt sind und glauben, dass Sie gesucht werden, werden Sie nicht zu Hause bleiben, sagte er. Er war bei der Beerdigung eines Familienmitglieds in Marokko. Er hat es nur einmal getan. Ein Auto geparkt, ohne zu wissen, wofür es benutzt werden würde. In der Tat haben die Anwälte präzisiert, dass er nicht auf der Flucht war, da er nach einigen Wochen in die Niederlande zurückgekehrt wäre. Wie konnte unser Mandant wissen, wofür diese Fahrzeuge verwendet werden würden? In den Akten findet sich kein Hinweis darauf. In de zwaar beveiligde rechtbank in Osdorp hoorde Guillermo B. en Moreno B. vanmorgen dat zij schuldig zijn aan de moord op advocaat Dirk Wirsum, 2 jaar geleden in Buitenveldert. Een liquidatie die de samenleving schokte en waar zij 30 jaar voor de cel in moeten. Abgesehen van den beiden Henkern gab es nach Ansicht des Gerichts nicht genügend Beweise dafür, ob Anouar bei dieser Vorbereitung der Autos von den Plänen der Mörder wusste. Darüber hinaus wurde Anouar erneut zum Hauptverdächtigen in einem weiteren Mordversuch. So wurde eine Person, die in Utrecht aus einem Bus stieg, von 3 vermummten Männern mit einem Abbruchhammer angegriffen und heftig ins Gesicht geschlagen, bevor sie flüchteten. Doch zurück zur Audi-Bande.
Seit dem Auftauchen dieser Gruppen in Deutschland macht die örtliche Polizei gnadenlos Jagd auf sie. Dies hat seither zu zahlreichen Verhaftungen geführt. Das Problem besteht jedoch nach wie vor und hat sich sogar noch verschärft. Die Gasmethode ist in den Augen der Kriminellen nämlich altmodisch geworden. Jetzt greifen sie mit echtem Sprengstoff an, der viel mehr Schaden anrichtet. Der Einsatz dieser neuen Methode hat im Jahr 2020 bereits um mehr als 500% zugenommen. Und das liegt wahrscheinlich an den immer strengeren Präventivmaßnahmen wie einem Neutralisierungssystem, das das Geld mit Tinte oder Farbe unbrauchbar macht. Diese neue Sprengmethode wurde bereits in Amsterdam eingesetzt. Der in Klebeband eingewickelte Sprengstoff wird in den Geldautomaten gesteckt, wo das Geld den Automaten verlässt. De politie in Amsterdam onderzoekt inmiddels een grote reeks plofkraken daar de afgelopen 4 maanden. En vanavond nog niet eerder vertoonde beelden. Hierop is heel goed te zien hoeveel risico's de daders inmiddels nemen. In Amsterdam konnte bei 12 Explosionen nur einmal die Beute mitgenommen werden. Dies erklärt, warum diese Angriffe in den Niederlanden, wo die Sicherheitslage besser ist als in Deutschland, nicht profitabel sind. Die Tatsache, dass sich das Plünderungsgebiet nach Deutschland verlagert hat, ist ebenfalls nicht überraschend, da das Land immer noch stark vom Bargeld abhängig ist und viel mehr Geld an Geldautomaten verfügbar ist. Ganz zu schweigen davon, dass die niederländischen Geldautomaten inzwischen in Wohngebiete verlegt wurden, was die Räuber davon abhält, Schaufenster zu sprengen, um die doppelte Strafe zu erhalten. Auf der anderen Seite, also in Deutschland, muss man wissen, dass im Jahr 2020 17 Millionen Euro gestohlen wurden. Und tatsächlich explodiert in Nordrhein-Westfalen fast jeden zweiten Tag ein Geldautomat. Seit der Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der niederländischen Polizei wählen die Mitglieder der Audi-Bande jedoch zunehmend andere Bundesländer aus, in denen weniger geeignete Maßnahmen ergriffen wurden. Schließlich erwischte die Justiz den ersten großen Fisch des kriminellen Netzwerks, Tarik B. Seine Bande soll mindestens 15 Explosionen in Deutschland verursacht haben. Und Tarik selbst ist in einem versuchten Mord verwickelt, weil ein Raubüberfall völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Durch die Explosion brannte nämlich das Gebäude ab, aus dem eine Familie in Extremis fliehen musste. Aber die 1,5 Jahre andauernde Polizeiaktion hat sich schließlich ausgezahlt. Zum ersten Mal konnten wir die organisatorischen und logistischen Strukturen des Konzerns kennenlernen. So ließ Tarik im Frühjahr 2020 mehrere Geldautomaten von einem deutschen Unternehmen in Utrecht liefern. Später stellte sich heraus, dass diese Bande ein Ausbildungszentrum eingerichtet hatte. Das Duo bestellte verschiedene Modelle von Geldautomaten und nahm Anleitungen auf, wie man sie am effizientesten sprengen kann. Diese Aktion kostete sogar den Hauptverdächtigen das Leben, der eine experimentelle Explosion gefilmt hatte. 23 Verdächtige wurden als Teil dieses Netzes identifiziert, wobei verschiedene Beschlagnahmungen erfolgten. Seitdem sind weitere Fälle hinzugekommen, die mit der Audi-Bande in Verbindung gebracht werden, ganz zu schweigen davon, dass nicht nur Niederländer in diese Angriffe verwickelt sind. In der Tat haben deutsche Verdächtige mehrfach versucht, das Werk zu imitieren. Denn schließlich ist die Audi-Gang keine strukturierte Organisation, sondern ein kriminelles Phänomen. Auch Europol geht von einem Kriminalitätsphänomen und nicht von einer Tatserie aus. Und daher erfordert dieses Phänomen viel mehr Zeit zur Bekämpfung. Und zusätzlich: Für Kriminelle gibt es ein Karrieremodell. Es bringt Geld und Prestige innerhalb des eigenen Netzwerks.